Weil das Fräulein Kleinschmidt am Sonntag Geburtstag hat, werde ich sie, mutig wie ich bin, am Sonntag zum Forellenessen zu uns nach Hause einladen. Ja, ich habe mir einen Stoß gegeben und habe gesagt, Herbert, lade sie ein. Lade sie ein! Und morgen werde ich das bestimmt machen. Das ist doch toll. Und dann bin ich mit Berti in die Buchhandlung gegangen und habe mir ein Buch gekauft über Forellen und wie man sie zubereitet. Ja, ich habe noch nie eine Forelle zubereitet. Sei helle, Heribert, habe ich mir gesagt. Ich will es mir nicht vermasseln. Guck mal. Das ist ein Fischkochbuch. Das hier ist eine Forelle. Schön, hm? So, ein Blümchen. Schön. Jetzt brauchen wir doch das Fräulein Kleinchen mit. Zum Üben sozusagen, eine Übungsfräulein. Was kann ich denn da nehmen? Lockenwickler, Lockenwickler, ja. Die sind modern. Von der Firma Remington. Ja. Ha, guck mal, und? Und jetzt braucht sie noch einen Hut. Dann nehme ich doch einfach ein Nadelkissen. Nadelkissen und pop. Na? Schön sieht sie aus. So, mit der kann man gut üben. Also, stellen wir uns mal vor, es ist jetzt Sonntag, ja? 13 Uhr, es klingelt. Ding, dong, ich eile zur Türe. Öffne sie. Ach, Fräulein Kleinschmidt, pünktlich wie die Eisenbahn. Treten Sie doch ein in die gute Stube. Ach, danke schön, Herr Schnelle, für die nette Einladung. Ach, nicht der Rede wert. Ach, Nein! Hey, gefällt dir die Musik? Abgefahren! Entschuldigung, kannst du sprechen? Ja, du doch auch, oder? Wie heißt du denn? Chubby. Chubby? Wie Chubby Checker? Ja, und wie heißt du? Heribert. Heribert? Chubby, sollen wir mal im Kochbuch nachgucken, wie man Forelle zubereitet? Alright. Ja. Dann schauen wir mal. Guck, das hier ist ein Fischkochbuch. Hey, das ist Onkel Arthur! Was? Der hier, das ist Onkel Arthur? Ja, das ist mein Onkel. Hey, Onkel Arthur, ich bin Chubby. Ich bin hier oben. Das war nur ein Foto. Cool. Also, schauen wir mal nach. Hier, was brauchen wir alles? Wir brauchen Pfifferlinge, Zwiebeln, Butter brauchen wir. Aber bitte keine Margarine. Nein, keine Margarine. Salz und Pfeffer. Dann hier. Die Forelle schlachten, schuppen und den ganzen Fisch mit einer Flasche Bier auswaschen. Das ist ja ekelhaft. Ja, das ist doch super. Das mit dem Bier, das übernehme ich. Das ist ein gutes Rezept, Herbie. Findest du? Mhm. Na ja. Die Innereien. Die Innereien lediglich von Darm und der Galle befreien. Der Kopf ist eine Delikatesse. Das kann ich nicht. Ich kann keinen Fisch töten. Memme! Was hat sie gesagt? Memme. Entschuldigung, Veronika. Hast du gerade Memme zu mir gesagt? Feigling! Nein, sie hat Feigling gesagt. Oh. Aber das war doch gut, die Idee mit dem Messer. Ich soll dich erstechen? Ja, erstich mich. Ja, ein Messer habe ich, das müsste gehen.
Dann leg dich doch mal hin. Schon klar. Ja, auf die Schlachtplatte. So, liegst du gut, Chubby? Jo, könnte besser sein. Ja, da muss man jetzt mal durch. So, ich guck mal, ob ich ein Messer finde, ja? Ganz ruhig liegen bleiben. Ich hab doch ein Messer. Wie noch ein... Hier, guck mal, Chubby, geh doch eine Gabel. Ja, ist in Ordnung. So, dann werde ich dich jetzt mal, ja, ergabeln. So, gut. Liegst du gut? Jo. Ich zähle dann bis drei. Jo. Oh, gut. Was guckst du mich denn so an? Ja, mach. Eins, zwei. Ich kann das nicht. Ich bin doch kein Gabelstecher. Fällt. Kennst du die Holzhammermethode? Nein. Mit einem schweren Gegenstand, das kann zur Not auch ein Knüppel sein, erhält der Fisch einen Schlag auf den Kopf. Na, das ist doch ein schöner Tod, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, aber ich habe überhaupt keinen Knüppel. Ich habe da was für Sie. Dankeschön, Fräulein Kleinschmidt. Sehr aufmerksam von Ihnen. Das ist aber kein Knüppel. Passt schon. Ja, also wenn du meinst. Gut, Chubby, dann musst du dich hinlegen. Ist schon klar, nicht wahr? Und dann haust du auf mich drauf. Ja, ich versuch's auf jeden Fall. Ja. Dann mach's gut, Herbie. Ja, du auch, Chubby. Ich zähl da mal wieder bis drei, ja? Jo, mach das. Eins, zwei und nach einer Prise kommt... Herbie. Ja? Kannst du meiner Frau sagen, dass ich sie liebe? Du hast eine Frau? Ja, du nicht? Ja, doch. Ja. Und sag bitte meinen Kindern, sie sollen an mich denken, ja? Kinder hast du auch? Ja, jede Menge. Eins süßer als das andere. Ja, gut. Dann lege ich mich mal wieder hin. Ah, wir sind immer durch die Wellen geschwommen. Wow. Auf den Wellen geritten. Ah, wir waren eine wunderbare Truppe. Henk, Willibert und meine Wenigkeit. Chubby Boy. Wir sind immer auf den Wellen gebrettert, sag ich dir. Das hat einen Spaß gemacht.